Hallo und herzlich willkommen hier zu einem unschönen Wetter, aber einem schönen Fahrzeug bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Vor der Kamera heute steht der Skoda Octavia RS iV. iV, wie viele schon von euch wissen, sind die elektrifizierten Fahrzeuge im Skoda-Konzern. Und aus dem Hintergrund wollen wir heute mal herausfinden, trägt der Skoda Octavia RS iV da vorne in der Kühlermaske das RS-Logo zurecht? Oder sollte man vielleicht doch lieber zum klassischen RS mit dem 2-Liter-Verbrenner ohne Elektroantrieb greifen? Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Wir schauen uns den Wagen natürlich wie immer von außen, von innen an und wir fahren ihn. Und dann am Ende sage ich euch, welchen ich nehmen würde. Und jetzt Kanal nicht vergessen zu abonnieren und viel Spaß mit dem Video. Das Entscheidungsmerkmal für den Octavia RS mit elektrifiziertem Antrieb ist diese kleine Klappe hier vorne links am Kotflügel, denn die beherbergt die Ladebuchse für die 13 Kilowattstunden fassende Batterie, welche ihr am Haushaltsanschluss in 5 Stunden auf 100%, von 0 auf 100% ladet. Oder aber, wenn ihr eine Wallbox habt, könnt ihr mit 3,6 kW Maximum laden. Dann ist die Ladezeit 3 Stunden 33 von 0 auf 100%. Natürlich könnte man da einen etwas schnelleren Onboard-Lader durchaus verbauen, wäre auch mein Wunsch. Aber was nicht da ist, können wir im Moment halt auch nicht uns herwünschen. Schauen wir uns den Octavia RS Kombi jetzt einmal von außen an. Denn es ist das erste RS-Modell, das neue Modell, das ich jetzt vor der Kamera stehen habe und das ich auch zum ersten Mal fahren darf. Und wenn wir sehen, das ist natürlich jetzt dynamischer ausgeprägt. Hier unten die Frontschürze mit den schwarzen Applikationen. Das Ganze ist deutlich sportlicher mit dem Wabengrill, der hier eingesetzt ist. Wir haben hier auch die Air Curtains drinnen, also den Luftvorhang, der um das Rad geführt wird. Wir haben hier Matrix-LED-Scheinwerfer drinnen und einen schwarzen Kühlergrill. Optisch gefällt mir das mit dem Weiß und den schwarzen Applikationen ja sehr gut. Bin ich ja so ein Freund davon, mit solchen Kontrasten zu spielen. Schwarz-Weiß gefällt mir da zum Beispiel sehr gut. Serienmäßig kommt der Wagen übrigens mit 19 Zoll Rädern. Hier haben wir 18 Zoll Winterräder montiert, die aber auf meine Begriffe auch ganz hübsch ausschauen auf dem Wagen. 4,70 Meter ist er lang und bietet da natürlich gute Platzverhältnisse. Für ein Mittelklassefahrzeug ist es schon eine durchaus stattliche Länge, die der Octavia hier mit sich bringt. Wenn wir dann zum Heck kommen, dann haben wir die nächste Besonderheit beim RS. Die Schriftzüge sind auch in Schwarz ausgeführt und das finde ich wiederum sehr cool. Gerade der Schriftzug Skoda hier hinten auf dem Heckdeckel, der mir sonst nicht sonderlich gut gefällt, aber in Schwarz auf weißem Grund hat es dann schon wieder ein bisschen Style, finde ich. Die Heckklappe öffnet optional elektrisch via Schlüssel oder via Fußkick und das Auto. Schauen wir aber hier in den Kofferraum hinein. Wir haben eine angenehm niedrige Ladekante, wie wir sehen. Und was mir ja gefällt, Skoda baut hier immer dann einen Ladekantenschutz drauf mit so einem Aufkleber. Aber was wir jetzt hier sehr schön sehen, es ist ein bisschen komisch ausgeformt. Da gibt es so eine kleine Mulde, wo sich Dreckwasser drinnen sammelt. Finde ich jetzt irgendwie nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Aber wahrscheinlich beim Fahren läuft das Ganze dann wieder ab. Beim Stehen schaut es irgendwie unschön aus. Aber gut, wichtiger ist natürlich, was geht denn hier in den Kofferraum hinein? Wir haben Simply Clever Lösungen wie so eine Wendematte hier mit drinnen, die wir dann einfach mal
umdrehen können, dann ist da auch genügend Anti-Rutsch-Funktion vorhanden und auch wenn die dreckigen Stiefel da rein müssen für den Kindern, ist das kein Problem oder der Kinderwagen verdreckt ist vom Spaziergang. Die Rückbank ist im Verhältnis 40 zu 60 umlegbar und federvorgespannt hier, sodass wir das dann entriegeln können und die Rücklehne umfällt. Wir haben ein maximales Laderaumvolumen von 1555 Liter bzw. 490 Liter hier im Standardbereich. Warum ist der Kofferraum um gut 100 Liter reduziert? Ganz einfach, weil die Antriebsbatterie sich unterhalb der Rücksitzbank befindet und somit der Fahrzeugtank ein wenig nach hinten verrutscht ist. Deswegen ist der auch kleiner geworden mit 41,5 Liter maximalem Fassungsvermögen. Schauen wir denn nämlich mal hier unten drunter, unter das Ablagefach, wo sonst ein doppelter Laderaumboden ist, existiert der hier ja gar nicht, denn da ist das Fach für die beiden Ladekabel, den Ziegel für die Haushaltssteckdose bekommt ihr umsonst und gegen einen Aufpreis von, ich meine, fast rund 200 Euro gibt es dann auch noch das Wallbox-Kabel optional. Warum die nicht beide dabei sind, ich verstehe es bis heute nicht, aber gut, damit kann man halt noch ein bisschen Geld verdienen. Kleiderhaken, beziehungsweise nicht Kleiderhaken, sondern hier natürlich Gepäckhaken für Gepäcktaschen gibt es ja auch genügend. Ein Laderaumrollo, das machen wir jetzt zu. Wir machen die Heckklappe zu. Mir wird kalt. Wir gehen nach drinnen und schauen uns an, wie die Platzverhältnisse sind. Ja, bei dem Sauwetter konnte ich hier drinnen endlich meine Jacke ablegen. Dadurch, dass es hier drin kalt ist, kann ich aber auch ein tolles Feature hier drinnen nutzen, nämlich eine Sitzheizung, die hier im Fond optional erhältlich ist. Zusätzlich mit einer 3-Zonen-Klimaautomatik. Stromversorgung für die Fondpassagiere gibt es hier auch in sehr guter Ausarbeitung, nämlich mit zwei USB-C-Anschlüssen und einer 230-Volt-Steckdose. Also hier können die Kinder auf alle Fälle genügend Geräte zur Bespaßung unterbringen und mit Strom versorgen. Platz ist dafür auch für die Geräte. Hier haben wir eine Handytasche oder aber eine Tablettasche. Früher war alles ja eine Zeitungstasche. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch für die Kids? Isofix haben wir hier an den Außenbahnen. Nur da ist den Skoda-Leuten, glaube ich, ein kleines Missgeschick passiert. Denn diese Kappe hier lässt sich leider nicht rausnehmen oder genügend weit nach oben verstellen, sodass sie stets im Weg ist, wenn denn der Kindersitz hier raufgesetzt wird. Dann stößt er hier an diese Kappe und der Sitz lässt sich nicht weit genug an die Lehne heranschieben. Das ist in meinen Augen ein deutlicher Fauxpas, der nicht passieren dürfte, gerade bei einem familienorientierten Fahrzeug wie bei Skoda. Denn ansonsten gibt es ja hier sowas wie nette Sonnenschutzrollos für die Zwerge, die ja auch wirklich dann gut geschützt werden vor der Sonneneinstrahlung. Eine Mittelarmlehne gibt es ebenfalls zum Komfort mit Becherhaltern und, naja, gut, eine Stifthalterung. Wer die heute noch braucht, weiß ich jetzt nicht. Aber das sei mal dahingestellt. Die Kopfstütze lässt sich ausreichend weit in der Höhe verstellen. Kniefreiheit habe ich auch genügend. Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Einziger Nachteil der Vollintegralsitze ist, dass die Lehne so weit nach oben geht, dass ich hier kaum Sicht nach vorne habe, sondern immer so ein bisschen nach links oder nach rechts mich beugen muss. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, dem bei der Fahrt etwas schwummrig wird, nicht so sonderlich förderlich, wenn er dann die ganze Zeit so auf der Lehne hängt, um nach vorne einen Blick zu erhaschen. Dann doch lieber die Augen zumachen und schlafen. Und dafür gibt es so ein kleines Schlafpaket. Und das finde ich ja immer wieder sehr, sehr cool. Das sind so kleine Hörnchen. Die kann man dann hier rausdrehen. Und da drinnen bleibt der Kopf zuverlässig liegen. Und man kann ein wenig träumen, wie es vorne ausschaut. Platz genommen hier hinter dem 3-Speichen-Lederlenkrad sitze ich auf Sportsitzen oder Vollintegralsitzen, wie wir sehen, mit integrierter Kopfstütze in die Lehne. Ja, ich sitze angenehm bequem, selbst mit meiner durchaus breiten Statur sitze ich hier wunderbar drinnen. Ich habe genügend Bewegungsfreiheit selbst noch und auch einen tollen Seitenhalt bei dynamischer Fahrweise. Es gibt aber zwei Sitze, die Skoda im Octavia RS anbietet, einmal den normalen Sportsitz oder aber den Ergo-Sportsitz. Der Ergo-Sportsitz ist speziell orthopädisch geformt, bietet zusätzlich eine Massagefunktion
und eine ausziehbare Schenkelauflage. Und genau die habe ich ja schon immer hier bemängelt, dass mir die fehlt bei den Sportsitzen von Škoda. Jetzt ist sie vorhanden. Aus dem Hintergrund würde ich euch den Sitz wärmstens ans Herz legen. Kostet natürlich auch einen Aufpreis von 1700 Euro. Dafür sind die Sitze elektrisch verstellbar. Und zwangsweise müsst ihr dann die Leder-Alcantara-Bespannung nehmen, die hier drauf ist. Sieht aber sehr schick aus, ist äußerst bequem. Die Sitze sind beheizbar, natürlich dreistufig. Und wenn man sich das Stitching hier so ein bisschen anschaut, wir haben hier so eine Carbon-Einlage, die sich hier in der Mitte so hochzieht. Schaut ganz hübsch aus. Zudem ist der Beifahrersitz Isofix-tauglich mit Top-Heater. Also davon auch ein Top von mir. Das Lenkrad wiederum ist sehr weit in Höhe und Tiefe einstellbar. Also da der Verstellbereich ist wirklich großzügig. Da findet jeder seine Platzverhältnisse. Genauso wie für die Beine hier unten. Das Bein liegt so ein bisschen an der Mittelkonsole an. Die ist aber glatt ausgearbeitet. Da drückt nichts ins Knie auf langen Strecken. Kopffreiheit habe ich sowieso genügend. Auch wenn hier kein Panoramadach verbaut ist. Und jetzt würde ich sagen, Panorama hin, Panorama her. Wir schauen den Innenraum an. Und wir blicken hier auf den Armaturenträger und der ist natürlich so schon bekannt von anderen Škoda Octavia Modellen, die ich euch vorgestellt habe, wie den Kombi als 2.0 TDI oder aber auch die Limousine als 1.5 TSI oder aber natürlich die Limousine, die auch den Elektroantrieb trägt, die Octavia IV Limousine. Beim RS hat sich jetzt hier drin natürlich von der Architektur nicht wirklich viel verändert. Die ist gleich geblieben. Wir haben lediglich kleine Modifikationen. So schauen wir einmal über den Armaturenträger hinüber. Dann sehen wir auch, dass wir erstens hier eine Carbon-Zierleiste haben. Zumindest ist es eine Kunststoffleiste, die Carbon-Optik hat. Dann haben wir hier Alcantara-Stoff jetzt drüber gezogen und die typischen roten Ziernähte, die für RS-Modelle typisch sind. Man bekommt sie entweder als rote Ziernähte oder es gäbe auch silberne Ziernähte. Das könnt ihr dann wahlweise euch bei der Konfiguration entscheiden. Dann haben wir hier das RS-Lenkrad, das Dreispeichen-Lenkrad wohlgemerkt. Bei den normalen Octavia-Modellen gibt es ja immer ein Zweispeichen-Lenkrad und hier ist, da kommt dann noch die dritte Speiche jetzt bei den RS-Modellen heraus. Das RS-Badge klebt hier unten drauf, rote Ziernähte und perforiertes Leder an der Seite, beziehungsweise komischerweise hier oben in dem Bereich haben wir dann ein Glattleder bekommen. Das Lenkrad lässt sich optional beheizen, dreistufig. Und von der Bedienung her kennen wir es ja auch. Es gibt zwei Walzen, die wir hier haben. Die steuern dann das serienmäßige volldigitale Kombi-Instrument. Auch beim volldigitalen Kombi-Instrument gibt es natürlich keine wesentlichen Veränderungen. Hier hat man so ein paar grafische Anpassungen vorgenommen. So sehen wir jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen Carbon im Hintergrund. Und wenn wir dann natürlich hier die Views durchgehen, sehen wir einmal die Assistenzansicht. Dann haben wir die Navigationsansicht. Dann haben wir hier die beruhigte Ansicht. Und das ist die spezielle RS-Ansicht, die speziell auch, wie gesagt, nur für die RS-Modelle, sowie für den Benziner als auch für den Plug-in-Hybriden vorgesehen sind. Da haben wir dann hier den Drehzahlmesser, der so ein bisschen Motorsport-Feeling aufkommen lassen soll. Dann kommen wir natürlich wieder zu den klassischen Rundtuben und damit wir sehen, dass wir einen Plug-in-Hybriden oder ein elektrifiziertes Fahrzeug fahren, haben wir im Drehzahlmesser auf der linken Seite die Power-Anzeige mit Charge oder dem Boost sowie die Drehzahl, wenn der Motor denn mitläuft, auf der rechten Seite dann die Geschwindigkeitsanzeige. Die Inhalte in den Tuben jeweils können wir uns konfigurieren über diese Walzen. Sobald wir die rechte Walze andrücken, sehen wir grüne Pfeile, dann können wir mit der Walze uns die einzelnen Einstellungen hier durchscrollen und dementsprechend bestätigen. Drücken wir noch einmal drauf, kommen wir auf die linke Tube und können dann auch die linke Tube mit dem Informationsgehalt füllen, der uns gefällt. In der Mittelkonsole wartet dann ein 10 Zoll Display auf uns. Das ist auch immer serienmäßig an Bord. Lediglich erweiterbar dann um die Navigationsfunktionen mit Amundsen oder Columbus. Den Slider, den kennen wir auch. Er ist leider immer noch nicht beleuchtet. Hier aber nur die Funktion der Lautstärkenregulierung über die gesamte Bar sowie einmal der An- und Aus-Taster. Alles Weitere geschieht hier über den Touchscreen.
Der Home-Bildschirm, den wir jetzt hier haben, der ist konfigurierbar. Wir können uns hier auch noch einzelne Widgets hineinlegen, die uns gefallen, sodass wir dann da durchblättern können. Gehen wir mal kurz so ein bisschen hier ins Menü hinein. Dann sehen wir auch hier diese ganzen Kacheln, die sind ebenfalls konfigurierbar. Ich kann die mit einer langen Ding wie auf dem Smartphone, wenn ich das aktiviere, kann ich die auch schieben, wie ich möchte. Dann kommen wir hier zum Fahrzeug und hier haben wir ebenfalls unsere E-Anzeigen. Da sehen wir, wie weit wir jetzt elektrisch kommen noch. Wir haben ungefähr 58% Akku und damit kommen wir 31 Kilometer. Somit sehen wir schon, wo die Reichweite ungefähr hingeht. Bei rund 50 Kilometer sollte sie dann wohl liegen in der Praxis. Den Energiefluss haben wir hier, den sehen wir aber auch gleich nochmal beim Fahren. Kommen wir dann nochmal darunter, haben wir bei Skoda ja eine Besonderheit, dass wir hier noch Direktwahltasten haben, die ich sehr zu schätzen weiß. Unter anderem der große Taster hier für die Warnblinkanlage oder für die Zentralverriegelung. Das sind so die zwei Tasten, die mir am wichtigsten sind, die am schnellsten zu finden sind. Einstellungen für Fahrzeuge, dann die Mode-Taste. Da kommen wir zum nächsten, da sehen wir das nächste Thema. Wir können hier, wir starten im E-Mode oder wir können ihm aber auch sagen, er soll im Hybrid-Modus arbeiten. Das heißt, er soll sich entscheiden, wann er den Elektromotor hinzufügt oder aber wann wir den Verbrenner benötigen. Wollen wir das Ganze verändern? Wollen wir den Batteriestatus entsprechend halten oder aufladen? Aufladen solltet ihr natürlich nicht machen. Das ist die ineffizienteste Art, so ein Plug-in-Hybrid zu betreiben. Dann sehen wir auch, hier hat er ein bestimmtes Level vorgegeben, das wir mindestens halten. Wir können aber auch sagen, wir wollen das Ganze steigern. Dann läuft natürlich wie jetzt auch der Verbrenner gleich an. Oder aber wir wollen eben den Ladestand genau, der jetzt vorhanden ist, also die 63% halten. Dann lassen wir das Ganze so. Ich persönlich würde es aber so lassen, auf Auto, lass das Auto arbeiten, wie es funktioniert. Von sich aus oder aber ihr lasst den E-Modus, mit dem seid ihr eigentlich am besten bedient. Darunter haben wir das dynamische Chassis-Control, das heißt die adaptiven Dämpfer, die wir einstellen können. Hier gibt es die Möglichkeit, uns die vorkonfigurierten Parameter zu nehmen von Eco, Komfort, Normal oder Sport, wie wir sehen. Der schönste Modus ist für mich aber der Individual-Mode, weil wir den eben anpassen können. Und das Schönste ist für mich auch noch daran, dass wir diese vorkonfigurierten Dämpfereinstellungen von Komfort und Sport mit dem Regler sogar noch etwas verändern können. Das heißt, wir können noch sportlicher, also noch härter unseren Dämpfer einstellen oder wir können ihn noch mal deutlich komfortabler einstellen als die vorgegebenen Parameter. Darunter dann die Lenkung, zum Beispiel auf Sport, den Antrieb auf Normal, den Motorsound. Es gibt einen Soundaktuator, den würde ich euch empfehlen auszuschalten, sei denn ihr seid ein Soundfetischist von elektrisch erzeugten oder elektronisch erzeugten Sounds, dann könnt ihr den natürlich anlassen, aber wir hören das vielleicht nachher noch beim Fahren, wie der klingt. ACC könnt ihr einstellen zwischen Normal, Sport und Eco, das heißt, wie schnell er wieder die Geschwindigkeit aufnimmt. Lichtassistent, okay, Normal und Sport ist auch klar, möglichst schnell Licht anschalten bei Tunneldurchfahrten oder aber nicht. Die Klimatisierung, ich persönlich lasse sie meist auf Eco, weil da finde ich jetzt keinen großen Unterschied. So, dann haben wir hier unten natürlich das Klimamenü. Hier können wir die Temperaturen recht gut einstellen. Die Sitzheizung kann hier konfiguriert werden. Oder aber wir gehen direkt ins Klimamenü. Dafür gibt es aber auch den Taster hier. Und wie auch bei den anderen Fahrzeugen gibt es die Möglichkeit der Smart-Klimatisierung. Vorkonfigurierte Klimaeinstellungen, die dafür sorgen sollen, so zu klimatisieren den Innenraum, wie wir es brauchen. Das heißt also bei schlechtem Wetter vielleicht, dass die Sicht der Windschutzscheibe möglichst schnell frei ist oder aber ich habe halt kalte Hände, dann sollen mir die Hände möglichst schnell gewärmt werden. Das klassische Klimabedienteil ist darunter zu finden. AirCare ist natürlich auch vorhanden. AirCare ist dafür da, um Schadstoffe aus der Luft automatisch zu filtern und automatisch auch auf die Umluftstellung zu gehen. So, dann gucken wir nochmal hier weiter runter. Dann haben wir die Luftausströmer hier und da liegt schon ein Smartphone. Eine induktive Ladeschale haben wir hier mit zwei USB-C-Anschlüssen. Es gibt auch Apple CarPlay Wireless unter anderem. Dann haben wir hier den Schalter für das Automatikgetriebe, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Können wir hier mit dem Shift-by-Wire durchschalten. Das heißt also N, R. Oder ganz nach hinten ziehen ist dann D, beziehungsweise nochmal nach hinten ziehen ist S und P für Parken.
Kommen wir dann in die Mittelkonsole weiter, haben wir die elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, zwei Cup-Holder sowie eine Ablage für den Schlüssel und eine Armauflage, die verschiebbar, aufstellbar in der Höhe ist, und darunter gibt es auch noch ein großes Ablagefach. Die Verarbeitung ist natürlich wie für Skoda üblich wirklich hervorragend und in meinen Augen auch über dem des Golfs angesiedelt. Und jetzt würde ich aber auch mal sagen, wie fährt sich der RS? Das ist doch das Wesentliche, also ab auf die Straße mit dem Wagen. Wir sind jetzt elektrisch unterwegs im Octavia RS IV. Und was für einen Antrieb haben wir denn eigentlich hier unter der Haube? Dazu sind wir ja noch gar nicht gekommen. Unter der Motorhaube arbeitet ein 1,4 Liter Vierzylinder Turbomotor, den wir auch so schon ganz gut kennen, auch schon eine Weile lang, der ja durch den 1,5 Liter TSI ersetzt wurde. Den gleichen Antrieb zusammen mit einem Elektromotor im 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, den habe ich euch schon vorgestellt, nämlich im Octavia IV. Und der hatte ja eine Systemleistung von 150 kW und 350 Newtonmeter Drehmoment. Hier haben beide Antriebe zusammen, also Verbrenner und Elektromotor, eine Systemleistung von 180 kW und 400 Newtonmeter. Somit haben wir hier einen Zuwachs von 30 kW und 50 Newtonmeter gegenüber dem normalen Plug-in-Hybriden. In Fahrleistungen ausgedrückt, 0,4 Sekunden ist der RS schneller auf Tempo 100 und läuft maximal 5 km/h schneller. Also 7,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und 225 Stundenkilometer Vmax. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, es gibt ja noch einen zweiten RS, und zwar den Verbrenner mit dem 2 Liter Vierzylinder Turbomotor, der schafft übrigens den Sprint in 0,8 Sekunden schneller von 0 auf 100 und läuft 250 Stundenkilometer auf der Autobahn Topspeed. Und da sieht man halt auch wiederum, ja, die 250 Kilo mehr, die der Wagen hier mit sich schleppt aufgrund seiner Akkubatterie, sorgt halt einfach für die merklich reduzierten Fahrleistungen und auch dafür, dass der Wagen sich so ein bisschen in der Kurve ja unharmonischer anfühlt, während der normale RS, so wie ich ihn bis dato kannte, sehr straff und wirklich neutral liegt, ist das bei dem Modell hier eher nicht der Fall. Hier haben wir so ein bisschen leicht hecklastige Auslegung, sodass hier das Heck immer ein bisschen mehr mit eindreht, was auf der einen Seite vielleicht dem ein oder anderen gefallen dürfte, aber auch dafür sorgt, dass die Traktionskontrolle viel zu häufig reagiert und eingreift, um dann den Wagen ja vorm Ausbrechen mit dem Heck, also vom Wegrutschen vom Heck oder aber über Rutschen über die Vorderräder bei Traktionsverlust eingreifen muss, und das wirkt dann insgesamt ein bisschen unharmonisch für mich. Ebenfalls sehr unschön finde ich, wenn wir hier die Mode-Taste einmal auf Sport stellen, dann geht nämlich unser Soundaktuator an. Und wenn wir den jetzt einmal zuhören, wie er denn den RS als Sound interpretiert, dann dürft ihr es euch selber mal ein Bild machen. Und was meint ihr? V8 Sound, passend für einen Plug-in-Hybriden mit 4 Zylindern? Ich weiß nicht. Also für mich ist es unpassend. Ich finde es auch ein bisschen peinlich, wenn man einen falschen Sound, der überhaupt nicht zum Fahrzeugkonzept passt, hier irgendwo mir vorgaukelt oder einspielt. Also ausschalten, Komfort, lieber die adaptiven Dämpfer nutzen. Die sorgen dafür, dass das erhöhte Gewicht uns nicht zu sehr ins Kreuz schlägt bei unebener Fahrweise. Unebener Fahrbahn, nicht Fahrweise. Und somit genieße ich doch lieber eher die Kraft des Elektroantriebs oder die Ruhe des Elektroantriebs, um hier einfach
den Alltag, ja, elektrisch von A nach B zu kommen. Denn dafür haben wir eine elektrische Reichweite von rund 60 Kilometer nach WLTP-Zyklus und in der Praxis sollten es dann ungefähr 40 bis 45 Kilometer sein. Leider konnte ich das Ganze nicht testen, denn hierfür ist einfach meine Testzeit einfach zu kurz. Ich hatte den Wagen nur für wenige Stunden für meine Produktionsaufnahmen und aus dem Hintergrund werden wir uns dann nochmal einen Plug-in-Hybriden in die Redaktion kommen lassen, um dann ein Verbrauchsvideo für euch zu machen, um dann den realistischen Verbrauch zu ermitteln. Das erste RS-Modell mit elektrifiziertem Antrieb steht jetzt beim Händler bereit, beziehungsweise ihr könnt ihn bestellen und im Januar wird er dann bereits ausgeliefert. Ich konnte ja für euch schon so ein paar Antriebe im Octavia-Programm Probe fahren. Die Videos findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Und jetzt beim ersten RS-Modell muss ich leider sagen, als elektrifizierter Antrieb gefällt er mir nicht so wirklich gut. Zu schwer, bisschen zu unhandlich dadurch und einfach weniger, ja, Fahrspaß kommt bei mir hier an mit dem elektrifizierten Antrieb. Für Dienstwagenfahrer ist es ganz klar, die werden sich für die elektrifizierte Antriebsvariante des RS entscheiden. Die Optik bekommt ihr dann und natürlich auch keine schlechte Performance, wenn man ehrlich ist. Aber mein Appell wie immer an euch Dienstwagenfahrer, wenn ihr euch einen Plug-in-Hybriden zulegt, ladet ihn auch bitte, denn dann kommt ihr auch auf ordentliche Verbrauchswerte und nicht einfach nur das Kabel hinten verkümmern lassen im Kofferraum. Beim Preis sieht es ja so aus, 44.060 Euro kostet der Octavia RS IV als Kombi mit 19% Mehrwertsteuer bereits. Der Benziner liegt rund 5.000 Euro darunter. Natürlich, wenn wir dann die Förderung abziehen von 6.750 Euro, dann ist die Plug-in-Hybrid-Variante leicht günstiger. Das ist ja bei allen Plug-in-Hybriden derzeit der Fall, dass sie so eingepreist sind, um leicht unter die Verbrenner zu kommen, dass die Kunden auch den Wagen so kaufen. Ich persönlich würde aber ganz klar den 2.0 TSI hier unter der Haube nehmen und dann noch ein bisschen mehr Fahrspaß haben. Ein bisschen Rabatt wird es ja auch noch beim Händler geben und dann wird es wahrscheinlich Preis pari sein. Also völlig egal. Und jetzt ist aber die Frage, was würdet ihr nehmen? Verbrenner oder Plug-in-Hybrid? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.